aber ich muss es schaffen, von jedem einzelnen Haus gebannt zu werden. Wenn ich es nicht schaffe, darf ich nie wieder Leute aus meinen Häusern bannen. Und das ist ganz schön blöd, weil ständig irgendwelche Leute kommen, um meine Videos kaputt zu machen. Und wenn ich die nicht mehr bannen kann, dann keine Ahnung, was ich denn mache mit den Videos. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir die Challenge heute schaffen. Und ich würde sagen, damit let's go und wir suchen uns unser erstes Haus, wo wir versuchen, gebannt zu werden. Okay, im allerersten Haus, das ich gefunden habe, sind direkt ein Junge und ein Mädchen. Und jeder hasst es, wenn man seinen Skin nachmacht. Das heißt, wir machen jetzt das Mädchen nach. So, okay, perfekt. Wir haben alles bis auf... Oh, was schreibt sie? Alarm, Alarm. Sie hat irgendwie den Alarm ausgelöst. Ich hoffe, das ist nicht, weil ich hier bin. Okay, wir brauchen diese Federbohr. Oh, die ist hier. Perfekt. Und dann brauche ich noch das kleine Tierchen. Das ist im Donut. Okay, der Alarm geht immer noch. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt genauso angezogen wie die andere. Wir müssen jetzt hier irgendwie rauskommen. Oh mein Gott, ich hoffe, die Rakete startet nicht. Okay, wir sind raus. Jetzt hoffe ich, es ist noch nicht so spät. Oh mein Gott, es ist schon dunkel geworden. Ist der andere Typ überhaupt noch da? Ah, oh mein Gott. So, perfekt. Dann können wir uns jetzt wieder hier melden. Hi, bin wieder da. Okay, ich hoffe, er kauft uns ab. Eigentlich sehe ich genauso aus wie die andere. So lange weg und immer noch die gleichen Haare. Okay, aber er glaubt uns, er glaubt uns. Sorry. Oben ist jemand, der hat sich angezogen wie ich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, gerade noch rechtzeitig, weil sonst glaubt ihr mir das vielleicht nicht, wenn ich nicht als erstes sage, dass ich diejenige bin, die echt ist und die andere falsch ist. Was? Little Bro, du bist fake. Der ist fake. Ja, ja, er ist fake. Er ist fake. Hier, der da, der ist fake. Was? Nein, ich will ja nur gebannt werden. Ich dachte, sie wird vielleicht wütend. Dass ich sie nachgemacht habe und fand mich. Aber jetzt sagt sie hier, ich bin real, no cap. Was? Nein, du bist fake. Ich bin die echte. Mein Schild ist der Beweis. Oh, sie hat so ein Kick-Me-Schild am Rücken, das habe ich nicht gesehen. Leute, wieso werden wir nicht gebannt? Wieso werden wir nicht gebannt? Die echte würde sich nicht so komisch bewegen. Okay, okay. Ich hasse dich. Oh mein Gott. Ich schätze, das war's. Das war... Ich stecke mit dem Kopf in der... am Boden. Okay, das heißt, Haus Nummer 1 haben wir erfolgreich geschafft. Auf zum nächsten. Das Haus hier ist gebannt. Das heißt, wir gehen direkt ins Haus gegenüber. Da sind auch Leute. Oh mein Gott, da sind Leute im Whirlpool. Wie dem auch sei, hier steht auf jeden Fall ein teures Auto vor der Tür. Wir klingeln mal und gucken, ob wir uns vielleicht hier einschleusen können. Hallo. Hast du... einen Chauffeur. Okay, gut. Auf jeden Fall. Okay, wir brauchen einen Chauffeur. Aber das Auto ist teuer. Pass auf. Okay, das ist das Auto, was vorne steht. Das macht Sinn, dass es teuer ist. Ich habe nur 13 weitere. Ich bin vorsichtig. Das Mädchen fragt mich, warum ich kein Adidas trage. Ich habe kein Geld. Okay, er sagt, geht's gut, weil ich kein Geld habe. Und der andere sagt, ich traue ihr nicht. Sie riecht nach Geringverdiener. Hier, okay. Alles klar, dann gehe ich das Auto jetzt einparken. Okay, dann muss ich das jetzt hier irgendwie einparken. Ist die Garage auf? Kannst du die Garage aufmachen? Okay, sonst können wir es nämlich nicht einparken. Oh ja, perfekt. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier einparken. So, dann parken wir hier ein. Und dann, pass auf, dann machen wir Folgendes. Und zwar machen wir das Auto jetzt komplett kaputt. Hoffe, dass er dann wütend genug ist, weil er scheint, glaube ich, recht wichtig zu finden, dass er Geld hat. Und vielleicht ist er dann beleidigt. Oh mein Gott, sein Haus brennt. Ich habe sein Haus angezündet. Oh mein Gott, ich habe sein Haus angezündet. Oh, ich hoffe... Oh, warte, aber das sollte mich gebannt kriegen. Mein Auto, mein Haus! Sorry. Oh, das ist gut, das ist gut. Ich meine, es tut mir leid, aber ich hole die Feuerwehr. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, da, der nächste. Verbann den Geringverdiener. Okay, das heißt, ich werde jetzt gebannt. Und da bin ich raus. Das ist Haus Nummer 2. Ich liege hier mit dem Kopf auf dem Boden. 2 Häuser haben wir schon abgeschlossen. Und auf zum dritten, würde ich sagen. Nächstes Haus, was ich gefunden habe. Ich glaube, wir machen es einfach mit einem kleinen Klingelstreich, okay? Ich glaube, das sollte funktionieren. Das heißt, wir klingeln. Und dann rennen wir schnell weg. Weg, 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 weg. Ich gehe hier einfach mal zur Rezeption. So, und dann gucken wir von hier drin, ob die rauskommt. Oh, ich glaube, die Tür geht auf. Ja, ja. So ein pinkhaariges Mädchen kommt raus. Jetzt warten wir, dass sie wieder reingeht. Oh, sie sagt was.
Hallo? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und dann geht sie wieder rein. Okay, machen wir direkt nochmal. Wir klingeln. Und wir gehen weg. Okay, diesmal um die andere Ecke. Oh ja, da ist sie wieder. Okay, sie sagt auch irgendwas. Ist jemand hier? Ich glaube, so langsam wird sie genervt. Okay, geh wieder rein. Komm, geh wieder rein. Was, wenn du es nochmal machst? Bist du tot, hat sie jetzt geschrieben. Okay, Ding dong. Und wir rennen weg. Okay. Honey, wir müssen uns erwischen lassen. Ich hasse dich. Ich gehe einfach rein bei ihr. Ich gehe einfach rein und setze mich an ihren PC. Du bist gebannt, du Loser. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin nicht gebannt, oder? Dann schreibe ich ihr, mach doch. Okay, das wäre Haus Nummer 3. Das wäre natürlich auch in Rekordzeit, sind wir hier wirklich am Hasseln. Die scheint sehr wütend zu sein. Okay, sie schickt mir diesen Smiley mit der Nase. Okay, sie bannt mich nicht. Und da sind wir wieder gebannt. Oh, okay, Haus Nummer 3, wir haben es geschafft. Ich glaube, sie hat auch nochmal geschrieben, ja, geh weg, du bist gebannt. Dann suchen wir uns mal das nächste Haus raus. Hier ist jemand, der hat ein Baumhaus. Oh, okay. Da gucke ich mal hoch. Wir klingeln erstmal. Hallo, jemand zu Hause? Hier ist jemand. Oh, das ist ein kleiner Junge. Warte, ich gehe mal rein zu ihm. Hi, brauchst du einen Lehrer? Hey, ich darf keine Fremden reinlassen, sagt er. Wofür denn? Okay, dann fragen wir ihn mal. Kannst du fliegen? Mal gucken, ob er anbeißt. Nein, aber niemand kann fliegen. Okay, okay, faire Antwort. Ich kann es dir beibringen. Ich hab geschrieben, ich kann es dir beibringen. Na gut. Zeig's mir. Es ist geheim. Stopp, schreibt die andere Person. Wohnt die auch hier? Jetzt fliege ich. Oh mein Gott. Ein Geheimnis. Okay, okay. Also, Interesse. Okay, dann los. Okay, perfekt. So. Jetzt brauchen wir nämlich die Liege. Zack. Und dann gabeln wir ihn auf. So, da haben wir ihn. Und dann entfernen wir die Liege. Hui! Okay, okay, wir haben ihn runtergeschmissen. Möchtest du nochmal? Da ist er wieder, der kleine Junge. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir sammeln ihn ein. Wir sammeln ihn ein. Hey, schreibt er. Und zack, da fliegt er wieder. Hey, stopp, sagt er. Ich glaube, so langsam ist er genervt. Oh mein Gott, jetzt hat ihn auch noch jemand ausgeraubt. Egal, wir sammeln ihn wieder ein. Zack, weg, schreibt er. Oh nein, er hat mich gebannt. Oh, aus dem Haus bin ich auch gebannt. Jetzt bin ich ja auch schon wieder. Warum hat die mich denn gebannt? Na gut, ich denke, hiermit haben wir erfolgreich geschafft, aus allen Häusern gebannt zu werden, die es hier in Brookhaven gibt. So, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr neu hier seid oder es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal und guckt auf jeden Fall dieses Video hier. Da versuchen nämlich die Easy und ich, alle Roblox-Regeln zu brechen, die es nur gibt. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!